Wenn ich als Arbeitnehmer kündigen möchte, wie mache ich das dann praktisch am besten? Schriftlich schlage ich vor. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Der WAF-Podcast mit Sandra Becker und ihren Gästen. Bei mir im Studio Niklas Pasti, Rechtsanwalt aus Berlin. Hallo Sandra. Niklas, hast du da ein paar praktische Tipps für uns? Also Punkt 1 ist, eine Kündigung muss schriftlich sein, sonst ist es gar keine Kündigung. Oh ja. Also die Schriftform muss gewahrt sein. Ja? Wo steht's in Paragraph 623 BGB? Da steht drin, schön unterschreiben, also eigenhändige Unterschrift, bitte auf Papier. Wie vor 5000 Jahren, ja, auf Pergamentpapier. Sonst gilt die Sache nicht. Also schriftlich ist Tipp Nummer 1. Also so ein angerotztes Taschentuch mit einer eigenhändigen Unterschrift drunter ginge nicht? Ginge vielleicht gerade noch, ja, ginge gerade noch. Aber E-Mail geht nicht, Fax geht nicht, SMS geht nicht. Und was es da sonst so an neuen Übertragungswegen gibt, das ginge alles nicht. Außerdem muss die schriftliche Kündigung den armen Chef auch erreichen genau oder seine Leute. Genau das ist jetzt die Frage, Niklas. Ne? Hier beginnt das Elend, das Juristische. Ja, der Laie sagt jetzt immer, ja gar kein Problem, da verschicke ich einfach ein Einschreiben. Also ein Einwurf, Einschreiben oder so eine Geschichte mit Rückschein. Ja, das ist doch gut, sagt der Laie, denn dann kann ich nachweisen, dass meine schriftliche Kündigung den Arbeitgeber auch wirklich erreicht hat, auch dann, wenn er das in einem Streitfall nachfolgend abstreitet. Und das stimmt überhaupt nicht. Warum? Ja, das stimmt deshalb nicht, weil ich mit dem Einschreiben ja nur, wenn überhaupt, nachweisen kann, dass ich irgendwann irgendetwas in den Briefkasten des Arbeitgebers eingeworfen habe. Also da war etwas drin. Aber was in diesem Einschreiben-Umschlag inhaltlich drin war, das kann ich durch das Einschreiben gerade nicht nachweisen, weder durch das Einwurfeinschreiben noch durch das Einschreiben mit Rückschein. Das heißt, der Inhalt bleibt total offen. Jetzt, Niklas, jetzt machst du es aber spannend. Ja. Ich weiß, du bist der Rechtsanwalt, der immer gewinnt. Also, sag es uns. Ja. Wie macht man das wirklich? Also vergesst die Einschreiben, liebe Kollegen. Ja? Ich meine, ihr könnt es gerne versuchen, wenn ihr nicht hören wollt auf uns hier. Aber Einschreiben ist eine schlechte Idee. Nein, viel besser ist es, ich übergebe meine schriftliche Kündigung unter Lebenden, wie es im Gesetz steht. Also erstmal checken, ob der Chef noch atmet, ja, die Lebenszeichen prüfen und dann am besten unter Zeugen. Ich kann nicht mein eigener Zeuge sein, ja, weil ich irgendwann Streitpartei werde vor dem Arbeitsgericht. Ich brauche einen Zeugen und unter Zeugen übergebe ich dem Arbeitgeber meine schriftliche Kündigung. Eigenhändig. Das wäre die Königsklasse. So machen das Profis. Mhm. Das Problem ist nur, was, wenn der nicht da ist, der Chef, wenn er sich versteckt, ja. Also nicht unter dem Schreibtisch oder so weinend, sondern wenn er vielleicht gar nicht erreichbar ist und das Einschreiben eine schlechte Idee ist, ja dann schicke ich einen Boten. Und bitte ganz wichtig, das ist so ein Anfängerfehler, der Bote, der muss personenverschieden sein von demjenigen, der kündigt. Also das kann ich wiederum nicht selbst sein. Ja? Und der Bote, der schwingt sich dann so auf sein Ross, ja, und sattelt das so vorher, ja. Und dann reitet er zum Arbeitgeber und wirft dort vor Ort, nachdem er Kenntnis genommen hat, vom Kündigungsschreiben, dieses Kündigungsschreiben in den Briefkasten ein. Und dann kann ich den Boten in einem nachfolgenden Prozess, wenn es dazu kommt, als Zeugen befragen. Und dann gewinne ich wieder. Wunderbar. Bitte keine Einschreiben, liebe Kollegen. Super, Niklas. Jetzt kannst du absteigen von deinem Ross.